So, hallo Leute, hier bin ich nochmal, Teil 2 sozusagen, mit dem Victura SIM 600i ABS. Jetzt ist er vollständiger. Man sieht auch schon hier den Bikergruß. Wie gesagt, da ich ja viel Bilder mache und Fotos, hier auch die Kamera, ist es halt immer eine gewisse Ablenkung teilweise, und das passt jetzt auch. Das Navi ist soweit jetzt auch dran angeschlossen. An Strom ist es noch nicht, ich muss das noch mit USB machen, aber das funktioniert auf weiteres auch. Dann, wie gesagt, das mit dem Handy habe ich schon gehabt vorher, ein bisschen Beschriftung kam dazu. Und was ganz neu ist, ist dieser feine Bezug von der Sitzbank. Ein sehr hochwertiges Material, wo auch angenehm zum Sitzen ist. Ja, dann meine kleine Täschchen für kleine Sachen wie Kopftücher oder sonst was, wo man unterm Helm hat. Also da gibt es einiges, wo man da mal kurz ablegen kann. Natürlich auch hier die Satteltaschen. Sehr schön groß. Was führt man mit? Ich will das gerade mal zeigen. Hier zum Beispiel haben wir eine Kühltasche, Verbandskasten, Weste und sonstiges geht noch rein. Das braucht man dann nicht extra noch mal sortieren oder reinladen im Kopf, in der Sitzbank oder im Topcase. So, dann will ich mal noch mal kurz gucken hier. Auf dieser Satteltasche ist mehr Regenkleidung, Hose, Jacke, Handschuhe, Kleinigkeiten, auch wieder gut zu verstauen. Eine große Sitzbank unten drunter mit Stauvermögen. Ja. Weiteres ist auch hier noch. Ich zeige euch mal das hier. Geht es auch tief rein, links und rechts jeweils. Dann haben wir da auch noch mal ein Staufach, USB-Anschluss, und da noch mal ein Staufach, ja, die Batterie, muss ich dazu sagen, kommt man gut dran. Es gibt Modelle, wo dies nicht der Fall ist, wo man einiges abbauen muss. Und hier seht ihr noch den USB-Stecker bzw. für Zigarettenanzünder, wo man da auch laden kann. Also der SIM 600 oder 400 ist sehr gut für Touren. Deswegen auch hier der Victura mit 46 PS. Und guter Geschwindigkeit von 165, echte km/h, kann man nicht meckern. Ja, das mal vorab. Ich ziehe jetzt erstmal wieder so runter hier. Gehe noch mal kurz einmal rum. Sieht schon schön kräftig aus.
So, hier zeige ich euch noch mal kurz, was da alles. Sturmhauben, Putztuch. Eigentlich recht groß für so kleine Sachen. Soll ja nicht ungenutzt bleiben. Hier ist noch die Rückfahrkamera, die jetzt hier montiert werden kann. Bei dem weißen SIM 400 habe ich das unterm Gepäckträger. Hier habe ich es mal da drauf gemacht. Kommt auch ganz gut an. Nur jetzt habe ich es weggelassen.